Die Galerie Row 34 in der Rosseckerstraße Bruck an der Mur hat zur Vernissage eines ganz besonderen Künstlers geladen, Christoph Rothwangel. 1969 in Bruck an der Mur geboren, in Wartberg aufgewachsen und kann auf einen sehr umfangreichen und abwechslungsreichen Lebenslauf zurückblicken, wie Gymnasium Mürzzuschlag, Burg Kindberg, 1988 Matura, Jurastudium und auch Snowboardlehrer in Australien, Radiopraktikum, bis er 2004 verstärktes künstlerisches Schaffen mit großformatigen Bildern auf Leinwand seinen heutigen Status erreicht hat. Seine Bilder fokussieren, ziehen den Betrachter in den Bann und lassen viele Facetten des Lebens erkennen. Nein, ich bin grundsätzlich Autodidakt. Ich habe gewusst um meine Fähigkeiten eigentlich schon seit der Volksschule. Ja, da haben wir halt im Religionsunterricht und im Zeichenunterricht, das waren auch meine Lieblingsfächer, haben wir da halt zeichnet. Ne? Da haben wir die Apostel zeichnet im Religionsunterricht. Die Fähigkeit ist dann im Grunde in der Schule nicht wirklich weiter gefördert worden. Ich habe dann keine Kreativausbildung genossen. Ich habe das dann eigentlich erst später begonnen zum Gestalten meiner kahlen Wände in einer Wohnung in Graz. Das war eigentlich der Startschuss, wo ich dann in Anlehnung an meine Wände meiner Studentenwohnungen, die alle mit Straßenplakaten austapeziert waren, auch einfach einen bunten Raum gestalten wollte. Ja. Und das habe ich dann angefangen und das hat sich dann, es hat dann schon funktioniert, aber natürlich es ist ein langer Entwicklungsprozess, bis das dann halt eine gewisse Ästhetik annimmt. Ne. Die Laudatio zum Künstler wurde von einem international bekannten Künstler vorgetragen, Frank-Peter Hofbauer, der ebenfalls kräftige Farben in seinen Werken verwendet. Naja, was uns unterscheidet, ist sicherlich die Darstellungsweise der Themen, aber die kräftigen Farben stimmen. Er gehört zur Generation der zeitgenössischen heutigen Maler, die eben alles das einfangen, was man im Prinzip eine Bildüberflutung nennen kann. Und da braucht man natürlich kräftige Farben, um sich bemerkbar zu machen. Und das macht Christoph Rothwangel sehr gut. Er vertritt wirklich einen Stil, der heute das repräsentiert, was die Gesellschaft auch widerspiegelt, nämlich eine Hektik, eine Bilderflut. Aber er pickt sich die Sachen heraus und baut damit neue Themen und Inhalte auf. Und das ist das Interessante an seinen Bildern. Es sind gemalte Collagen. Das heißt, es sind Stücke, die versetzt werden und neu aufgeklebt bzw. neu gemalt werden. Und so bekommt jedes Bild eine neue und tiefere Aussage. Und ich glaube, das liegt genau im Trend von Christoph Rothwangels Bildern. Also, heute haben wir wirklich einen jungen Mann, der eigentlich einen Stil hat, der schwer einzuordnen ist. Er ist nicht abstrakt, es ist kein Pop-Art. Er hat eigentlich ein eigenes Kunstwerk gemacht, was sehr laut, ansprechend und total aus der Gegenwart heraus entstanden ist. Das letzte Bild, das er gebracht hat, ist, glaube ich, keine 3 Wochen fertig. Man kann mit Recht sagen, ein Gegenwartskünstler mit ganz seinem eigenen Stil, der beeindruckend ist. Was sagt dem Betrachter dieses Bild? Ja, es war so eine Phase, wo es halt ein bisschen drunter und drüber gegangen ist, so wie jetzt. Und da habe ich mir halt auch Gedanken gemacht. Und wenn man sich halt zu viel Gedanken macht, dann platzt dann der Schädel. Und das sind halt die Ursächlichkeiten für solche Gedanken sind halt oft politische Systeme, Theokratien oder Nationalismus oder Totalitarismus. Und das vereint TNT. Und für mich, also ich möchte nicht in solche Systeme leben. Deswegen habe ich das dann als bin überzeichnet, dass mir der Schädel platzt quasi.
Bis 22. Juni können Sie die Werke von Christoph Rothwangel in der Galerie Row 34 in der Roseckerstraße Brück an der Mur bewundern und auch erwerben.